Die Gemeinde Ebersberg ist eine der Gewinner des Ideenwettbewerbs Kommunal Digital. Um keine Energie zu verschwenden, hat die Kommune eine digitale Plattform entwickelt, die sofort meldet, falls der Energieverbrauch zu hoch ist. Es geht darum, besser zu planen, wann wie viel Energie gebraucht wird. Wir haben uns unglaublich über diesen Preis gefreut, weil ich Ihnen ganz ehrlich sage, 500.000 Euro ist für eine Kommune wie den Landkreis Ebersberg sehr viel Geld. Und diese digitalen Dinge sind am Anfang sehr abstrakt. Und ich glaube nicht, dass es uns gelungen wäre, unseren Kreistag davon zu überzeugen. Und das hat dieses Projekt gemacht. Wir hatten eine Idee und mit Hilfe dieses Projekts können wir das jetzt auf die Bühne bringen. Und darüber freuen wir uns sehr. Insgesamt 10 Ideen wurden vom Digitalministerium ausgezeichnet. Diese wurden heute bei einer Netzwerkveranstaltung vorgestellt. Die Gastgeberin des Events, Digitalministerin Judith Gerlach. Es geht heute darum, wirklich die Preisträgerinnen und Preisträger zusammenzubringen, um sich zu vernetzen, um die Möglichkeit auch zu haben, sich auszutauschen. Also es geht uns wirklich darum, dass nicht jeder alleine an seiner Insellösung bastelt, sondern dass wir das Große und Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Uns gegenseitig helfen bei dem Bestreben für mehr Klimaschutz, aber auch bei dem Bestreben, die Digitalisierung wirklich zum sinnvollen Nutzen der Menschen vor Ort einzusetzen. Die digitalen Ideen gehen jetzt mit dem Preisgeld in die Umsetzung. Jedem Teilnehmer wurde von Anfang an ein Betreuer von Bayern Innovativ an die Seite gestellt. Der Impulsgeber macht aus Ideen Innovationen. Von der Projektskizze ab auch Projektplan, Terminpläne gemeinsam aufzustellen, inhaltlich vor allem zu unterstützen, einfach, dass das Ganze zielgerichtet ist, dass man alles bedenkt, auch zu sagen, okay, habt ihr daran gedacht, habt ihr das vielleicht auch auf dem Schirm oder achtet besonders darauf, damit es während des Projektes einfach nicht in Vergessenheit gerät, dass wir unsere Expertise einbringen können und diese bei den Kommunen genutzt werden kann. Übrigens, die Plattform aus Ebersberg kann in ganz Bayern genutzt werden. Energie einsparen und damit das Klima schonen. Das Ziel der smarten Kommune ist Vorbild für viele weitere Städte und Gemeinden. Ich glaube, dass viele Kommunen das Bestreben haben, Klimaschutz voranzutreiben. Und ich bin der Überzeugung, dass wir Technologie noch zu wenig dafür nutzen und zu wenig einsetzen. Es soll nicht jeder das Rad immer wieder neu erfinden. Es geht auch darum, sich auszutauschen, voneinander die Projekte, die Lösungen zu übernehmen und letztendlich bei sich dann auch einzusetzen in der Kommune. Und dafür hat die Veranstaltung des Digitalministeriums heute sicher einen Anreiz gegeben.